Hallöchen, ihr lieben Herzensmenschen, ihr Weltwunder, ihr großartigen Menschen da draußen. Ich schicke euch ganz liebe Grüße hier aus Berlin, wo auch immer ihr gerade steckt. Und ich habe gedacht, ich melde mich jetzt einfach mal wieder. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit und wollte euch jetzt in der letzten Zeit auch diese wundervollen Interviews mit der Andrea, die zum nährenden Prinzip Weiblichkeit etwas berichtet hat. Ich wollte einfach, dass ihr das zelebriert, dass ihr es in Ruhe euch angucken könnt. Auch das Interview mit der Renate Schmidt, wo es um die vegane Kost ging, Vital Kost to Go, und auch die Eli Unterbusch, wo wir über das Basenfasten gesprochen haben. Denn wir sind hier gerade noch beim Thema Ernährung, gesunde Ernährung. Und vielleicht weiß der eine oder andere das noch gar nicht, weil wir haben jetzt 90 neue Mitglieder hier in der Gruppe. Hallo alle, die zum ersten Mal hier zuschauen. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid, dass euch die Beiträge gefallen, dass ihr mir folgt und ja, dass ihr einfach so wissbegierig seid, was euer Körper, euer Weltwunderkörper betrifft. Also herzlich willkommen an alle die, die noch nie hier jetzt live dabei waren. Warum rede ich heute zu euch? Weil ich am Wochenende in Flensburg war. In Flensburg konnte ich und durfte ich wieder über mein wundervolles Lieblingsthema der Darm sprechen. Und vor allen Dingen, ihr merkt schon, ich strahle dann immer so. Ich liebe das einfach, darüber reden zu dürfen und über das Darmleben überhaupt. Darmgesundheit steht bei mir an erster Stelle. Und da möchte ich heute euch was über Darmdiät erzählen, in Anführungsstrichen Darmdiät. Ja, was heißt das? Was ist das überhaupt? Also zum einen haben wir ja, der Darm ist eine riesengroße Schutzschicht in unserem Körper. Der hat ja eine wahnsinnig große Quadratmeterzahl von 300 Quadratmetern, das wisst ihr alle schon. Also er ist wahnsinnig lang und er ist besiedelt von vielen Milliarden Bakterien, von dem Mikrobiom, also von den Einwohnern in uns, die für uns arbeiten, die uns nähren, die unsere Nahrung verstoffwechseln, die Hormone produzieren, die Enzyme produzieren und Vitamine, die dafür sorgen, dass wir schlank oder dick sind. Und darum geht's heute auch, denn viele wissen gar nicht, dass ein Übergewicht aus dem Darm kommen kann. Ja? Und wie das zustande kommt und was wir dagegen tun können, möchte ich euch heute erzählen. Und zwar, wie können jetzt überhaupt diese Darmschichten, die uns ja schützen vor den äußeren Umweltfaktoren und so weiter, oder auch wie kann unser Volk in uns, was uns nährt, also dieses Mikrobiom, zerstört werden bzw. in Disbalance geraten? Das ist zum einen immer der Stress. Ja, je mehr wir Stress wir haben, desto unwohler fühlen sich einfach die Bakterienwelt in uns. Wer will denn bitte schon in deinem Körper leben, wenn da wahnsinnig viel Anspannung und Stress ist? Ja, da ist wenig Grundlage zum Wachsen und nur die Bakterien überleben dann auch gerne, die stressresistent sind. Das sind allerdings nicht die guten Bakterien, die euch schlank und fit machen, ihr Lieben, sondern das sind eher die uns dick machen, die liebevoll genannten Moppelbakterien sozusagen, also Moppelbakterien, ja. Also Stress ist eine Ursache, Medikamente sind natürlich eine Ursache, unsere Ernährungsgewohnheiten sind eine Ursache. Wenn wir da nun viel Zucker reinschütten, viel Eiweiß reinschütten in unseren Körper, dann verändert sich unsere Bakterienwelt, weil das Ganze muss natürlich auch verstoffwechselt werden. Wer soll dann diesen ganzen Zucker verwerten? Also brauchen wir die dementsprechenden Bakterien. Und auch da, ihr lieben Weltwunder, je mehr wir von diesen Bakterien, Pilzen oder was auch immer da in uns kreucht und fleucht haben, das sind nicht die guten, also es sind definitiv nicht die guten Bakterien, sondern das sind die Bakterien, die für Entzündungen sorgen. Entzündungen in den Darmschleimhäuten, die für Blähungen da sind, ja, also für vielleicht ein Völlegefühl, die unsere Verdauung stören, und die wollen wir doch nicht haben, die bringen uns überhaupt gar keine Kraft. Also, was können wir jetzt tun? Und wenn ich von einer Darmdiät spreche, dann meine ich, ja, so allgemeine Hinweise, weil jeder ist da so unterschiedlich. Ich kann nicht ein Konzept überstülpen über Olaf, über deinen Körper, ja, oder Chrissy, wer hier auch immer zuguckt, hallihallo. Also, für jeden gilt da auch nochmal was anderes, aber Fakt ist, wir sollten einfach viel mehr Ballaststoffe essen, ihr Lieben. Und Ballaststoffe ist so ein riesengroßer Begriff,
Was sind denn Ballaststoffe? Ja, es gibt verschiedene Arten, wasserlösliche und fettlösliche Ballaststoffe, aber zumindest 30 Gramm Ballaststoffe. Und dazu gehören auch Kerne und Körner und Samen. Ja, vielleicht so ein Chiasamen, der so richtig schön aufquillt. Aber auch Präbiotika gehören auch zu den Ballaststoffen. Und die schlank machenden Bakterien, die uns schlank und fit machen, die brauchen einfach auch Präbiotika. Und Präbiotika sind Fressstoffe, Futterstoffe für diese Bakterien. Und da die meisten Bakterien in unserem Dickdarm sitzen, ist es oft so, dass wir, wenn wir zu wenig Ballaststoffe da oben reintun, zu wenig im Dickdarm ankommen, weil die alle schon verbraucht werden. Im Dünndarm zum Beispiel. Und zu den Präbiotika, also Männer, ihr lieben Männer, Chris guckt auch gerade zu. Prä, die Silbe heißt immer davor. Ja, wenn wir Frauen prämenstruell sind, das kann man sich ganz gut merken, dann sind wir so ein bisschen außer Rand und Band. Also Prä bedeutet immer bevor. Und bevor die Bakterien wirken, brauchen die Futterstoffe. Und dazu gehören zum Beispiel Chicorée, ist auch gleichzeitig gut für die Leber. Ja, die Leber braucht Bitterstoffe. Chicorée, Artischocke ist fantastisch, ein Präbiotika, aber auch Knoblauch. Wer es vertragen kann, bitteschön. Zwiebeln, wunderbar. Ich bin jetzt nicht so ein Zwiebel und Lauch, also Lauch ist okay, aber Lauch gehört zum Beispiel auch dazu. Schlank machende Bakterien brauchen Lauch. Spargel, jetzt kommt irgendwann die Spargelzeit wieder. Schwarzwurzel, Pastinake, solche Geschichten. Topinambur, lieben schlank machende Bakterien. Und wer jetzt von diesen wundervollen Lebensmitteln noch nie was gehört hat, beziehungsweise das gar nicht in den Speiseplan so mit einbauen kann, kann auch Inulinpulver dazu nehmen. Also Inulin, nicht Insulin, sondern Inulinpulver. Inulin ist auch ein Präbiotika, ein Wachstumsmittel für schlank machende Bakterien. Und das bekommt ihr einfach als Ergänzungsmittel auch zu kaufen in, ja, in Reformhäusern oder vielleicht auch in eurer Lieblingsapotheke. Ja, was ihr auf jeden Fall beachten solltet, sind 3 Mahlzeiten zu essen am Tag, wenn es darum geht, für den Darm etwas zu tun. Und zwischendurch immer das geliebte Wasser. Wasser trinken zwischen den Mahlzeiten, vielleicht auch ein paar basische Kräutertees. Und wenn ihr irgendwie was knabbern wollt, ist auch schön auf einem Ingwer mal rumzuknabbern, weil Ingwer auch gleichzeitig entzündungshemmend wirkt. Ja, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Entzündungen, wenn ich jetzt gerade bei Entzündungen bin, weil auch ein Übergewicht, was wir haben, oft durch Entzündungen verursacht wurde. Und das kommt einfach daher, weil die Schleimhäute angegriffen sind, zum Beispiel durch die Bakterienflora, die durcheinander geraten ist, ja, entstehen einfach die Bakterien, die Entzündungen verursachen. Das kann dazu führen, letztendlich, dass unsere Darmzellen angegriffen werden, auch dem nicht mehr standhalten können. Und dann kommt es zu einem durchlässigen Darm. Und wir sprechen dann im Fachjargon von Leaky Gut. Ja, Leaky Gut ist diese Durchlässigkeit, wo wir auch Vitalstoffe verlieren, wo wir zu einer Insulinresistenz kommen kann, wo wir auf Lebensmittel reagieren, plötzlich auf verschiedenste Art von Lebensmitteln oder Allergien entwickeln können. Und durch dieses Leaky Gut entstehen Entzündungen. Und dadurch wird auch mehr Fett eingelagert. Also auch hier wieder viel mehr an Nahrungsmitteln zu euch nehmen, die entzündungshemmend sind, wie zum Beispiel auch Ingwer und Kurkuma. Ja, und was dazu kommt, ist auch noch Öle, dass ihr gute Öle zur Darmdiät, in Anführungsstrichen, gehören immer gute Öle. Und gute Öle ist zum Beispiel ein Omega-3-Öl, ein Leinöl, weil es entzündungshemmend wirkt. Die Renate guckt jetzt gerade auch zu. Renate, wenn dir dazu was einfällt, unbedingt schreib mal einen Kommentar mit drunter. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Also entzündungshemmend, da auch Walnussöl. Habe ich mir auch noch hier aufgeschrieben. Ich muss manchmal ein bisschen spicken. Und was auch noch gut ist, der eine oder andere mag es nicht hören, ich ja, ist Kaffee. Weil Kaffee dafür sorgt, jetzt nicht unbedingt, um die Entzündung rauszubekommen aus dem Darm, aber
wenn wir ein bis zwei Kaffee trinken, natürlich ohne Milch oder einen Espresso trinken, fördert es das Wachstum der schlankmachenden Bakterien in unserem Darm. Und ja, warum nicht? Also wenn du Kaffee vertragen kannst, wenn du weiter auch keine Darmstörungen hast, Entzündungsprozesse hast, dann gönn dir doch auch deine Tasse Kaffee oder Malzkaffee. Ja, ich glaube, du, Renate, trinkst immer den Lupinenkaffee. Auch okay. Und Bewegung. Bewegung ist wichtig. Wer sich bewegt, hat auch eine hohe Diversität im Darm an Darmbakterien. Also Diversität heißt einfach Artenvielfalt. Je mehr Vielfalt wir haben, desto intakter ist unser Mikrobiom, unsere Darminnenwelt, unser Innenleben. Und desto kraftvoller sind wir auch, desto mehr Abwehr haben wir auch. Schlanker und fitter sind wir, haben viel mehr Energie. Also guten Darmbakterien tut Bewegung gut, dem Darm tut Bewegung gut. Und mindestens so 30 Minuten am Tag, ja, und ob ihr nur 10 Minuten, dreimal 10 Minuten am Tag oder 30 Minuten am Stück, das ist euch überlassen. Auf jeden Fall bewegt euch. Immer wieder das Gleiche. Und jetzt fängt die Sonnensaison wieder an, auch da. Geht raus, geht in die Sonne, denn ein intakter Darm, die guten Darmbakterien lieben Sonne, sprich das Vitamin D, sodass ihr auch da gut geschützt seid vor so krankmachenden Erregern in euch, die sich da ausbreiten. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, ob ich hier noch was vergessen habe für euch, so als kleinen Tipp nebenbei. Ach so, was ich auch noch ganz toll finde, sind Äpfel. Apfel. Wer Äpfel mag, im Apfel ist ganz viel Apfelpektin drin, gerade in der Schale. Und das ist auch ein sehr gutes Futtermittel, ein Präbiotika für die guten und schlankmachenden Darmbakterien. Das jetzt vielleicht nochmal zum Schluss, ihr Lieben. Und wer sowas mal prüfen möchte, ob er zu viele Moppelbakterien hat, zu wenig schlankmachende Bakterien, wer mal überprüfen möchte, ob vielleicht Entzündungsprozesse sich im Darm gerade abspielen oder ob zu viel Fäulnis, Gärungskeime in dir gerade leben oder ob die Säurungsflora, also diese guten Bakterien, ausreichend vorhanden sind, dann kannst du gerne mal so einen Stuhltest machen. Also du kannst hier dieses wundervolle Röhrchen füllen, ab ins Labor schicken. Das kostet ungefähr, ich sage jetzt mal, von 140 bis 200 €. Dann haben wir schon eine ganz großen, ja, eine ganz große Messgröße, womit wir auch was anfangen können und dafür da gucken können, ob es dir wirklich gut geht, was wir da verbessern können, um in deiner Kraft zu sein. Hallo Ursula, hallo Steve, du bist auch da. Hallöchen. Das war's jetzt erstmal zwischendurch. Ich hoffe, du konntest jetzt ganz viel mitgeben und wenn dir noch was einfällt, dann her damit. Schreib es einfach mal drunter unter die Kommentare und ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Nächste Woche kommt hier der Olaf Schild hier ins Interview. Da geht es dann nochmal darum, warum können wir so schwer abnehmen? Welcher innere Schweinehund hält uns da ab? Und was bedeutet eigentlich diszipliniert sein in der Diät? Oder was brauchen wir an Willenskraft? Da geht es nochmal um Mindset, Diät, Abnehmen, Nahrungsumstellung und Mindset. Da freue ich mich sehr darauf, dass wir Dienstag dann kommen. Aber bis dahin hören wir uns auch nochmal. Hab viel Freude beim Anschauen für alle, die jetzt erst reingeschalten haben. Ich wünsche euch einen kraftvollen Tag. Achtet auf eure Darmbakterien, auf eure Innenwelt. Liebt euren Darm, streichelt euren Bauch, habt ein gutes Bauchgefühl. Ein super Tag für euch. Alles Liebe. Bis bald. Ciao.